Das nächste Spiel vom Samstagnachmittag 15:30, 2. März im Westfalenstadion, wie ich es noch gerne nennen würde. Dortmund gegen Hannover 96. Dortmund ja diese Woche noch unterwegs im Pokal, Hannover glaubt nicht mehr, ne? Ja, Dortmund mit dem Spiel gegen Bayern München unter der Woche wird, denke ich mal, harte Partie werden, eventuell Verlängerung. Dann ist am Freitag ja noch die dritte Verhandlungsrunde, ob die Sperre von Lewandowski verlängert, verkürzt wird. Verlängert wäre natürlich kacke. Daher ist es halt schwer zu sagen, ob Dortmund wieder mit Schieber in der Spitze spielt oder vielleicht mit Lewandowski sogar. Ja, also die letzten Duelle, das letzte Spiel war ein 5-1, das war auch im DFB-Pokal. Davor ein 1-1 unter, was denn, beziehungsweise in der AWD-Arena Hinspiel, Tore durch Lewandowski und später Ausgleich von Juve. Ja, ansonsten davor wieder 3-1, davor eine 2-1 Niederlage und ein 4-1, also die Heimspiele wurden immer recht souverän und deutlich gewonnen. Aktuelle Performance, Dortmund mit 57%, letztes Spiel ja gegen Gladbach das 1-1, davor das 3-0 gegen Frankfurt. Ja, bei Hannover das letzte Spiel gegen den HSV souverän mit 5-1 gewonnen. Davor halt in der Euroleague das 1-1 gegen Anschi und ein Unentschieden gegen oder in Nürnberg mit 2-2. Die letzten Duelle sagen leichte Vorteile für Dortmund voraus. 10 Siege zu 7 Unentschieden und 7 Niederlagen. Beste Torschützen bei Dortmund, der gesperrte Lewandowski aktuell mit 14, dahinter Reus mit 11. Kuba mit 9, Götze mit 8 und der Verteidiger Subotić mit 2. Bei Hannover Juk mit 10, Hushti mit 9, Abdelaue 6, Jakonan 5 und Sobiek 3. Ich meine, ich habe heute gelesen, dass Hushti sich verletzt hätte und vielleicht sogar operiert werden müsste. Wird Dortmund natürlich in die Karten spielen. Ja, muss er auf jeden Fall. Ja, gut. Dann auf jeden Fall noch, was die Tabelle aussagt, Dortmund aktuell 2. 43 Punkte, Hannover 7. mit 10 Punkten Rückstand. Ja, der aktuelle Saisonverlauf, Dortmund eigentlich immer in den Top 6, Hannover zwischenzeitlich abgestürzt auf Platz 12, aber in letzter Zeit arbeiten sie sich halt kontinuierlich wieder an die Europa League Plätze ran. Was ist denn Professor Hunsens Tipp für diesen? Ich mit meinen Kenntnissen würde aber trotzdem sagen, dass Dortmund gewinnt. Auch wenn sie jetzt gegen Bayern und so im Pokal ran müssen und so. Aber ich glaube, Dortmund wird sich das nicht nehmen lassen und ich sag mal, das wird ein 2-0. Ich denke, ich kann mich da glaube ich anschließen. Ist Lewandowski dann wieder da? Die verhandeln Freitagmorgen nochmal, ob die Sperre verkürzt wird oder nicht. Ansonsten spielt halt der nichts nutzt, ne? Ist eigentlich von ausgehen, dass es nicht so ist. Nee, weil der DFB ein Pisshaufen ist. Ja, ich finde doch gerecht eigentlich. Wieso? Das sind keine 3 Spiele Sperre, das ist 1 höchstens. Ja, 2 sind es auf jeden Fall. Ach, Schwachsinn. Ja, wenn Prödel für 2 Spiele gesperrt wird, sind das auch 2 Spiele, ist doch ganz einfach. Das war ja sogar noch, eine Tätigkeit. Das war auch keine Tätigkeit. Ja, klar, das ist eine Tätigkeit. Nein. Und nur Verletzung des Gegenspielers so in Kauf nimmt? Selbst Kjellbrett hat gesagt, er geht davon aus, dass Lewandowski eine gelbe Karte kriegt. Ja. Ja, ich denke auf jeden Fall 2-0 wird es wohl werden.